Der große Titelkampf im Revier beherrscht die FIFA-Bundesliga und heute gibt es das direkte Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Revier-Derby-Zeit in der FIFA-Bundesliga. Fußballherz, was willst du mehr? In diesem Sinne herzlich willkommen zum 9. Spieltag der FIFA-Bundesliga und in unserer Historie ist es wahrscheinlich von den Voraussetzungen her das spannendste Duell dieser beiden Teams. Der FC Schalke 04 empfängt als Tabellenzweiter den BVB, die sind Dritter und haben auch nur ein Pünktchen weniger wie die Mannschaft von Jan Kort. Jonas Pfuhr macht eine gute Arbeit beim BVB, das hat er letzten Freitag unter Beweis gestellt. Beim 2:1 Erfolg im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach hat er gezeigt, mit ihm ist zu rechnen. Und trotzdem ist der FC Schalke 04 meiner Meinung nach der kleine Favorit, vor allem weil die Offensive Trumpf ist bei Jan Kort. Gucken wir auf die direkten Zahlen im Vergleich, 36 Tore auf der Habenseite bei Schalke, der BVB indessen 23 Mal erfolgreich gewesen. Was die Defensive betrifft, nimmt man sich nicht viel, Schalke hat 10 kassiert, der BVB 11. Beides sind auf jeden Fall Spitzenteams und ich bin gespannt, welches Spitzenteam sich heute durchsetzen kann. Die Derbys schreiben seinerzeit eigentlich immer ihre eigenen Geschichten. Und welche Geschichte dieses Spiel heute schreibt, das sagt euch euer Kommentator. Viel Spaß mit der ersten Hälfte und Marvin Kirsch. Es ist das Derby im deutschen Fußball, aber es ist in dieser Saison mehr als das. Der FC Schalke 04 trifft auf Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen aus der Veltins-Arena zum 9. Spieltag der FIFA Bundesliga. Was erwartet uns hier heute für ein riesengroßes Fußballfest? Es ist der zweite gegen den dritten, wir haben es angerissen. Es ist Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Was für ein Szenario für diese Partie mit großen Namen, unter anderem Marco Reus. Das sei erwähnt, an 70% der Dortmunder Tore ist er beteiligt. Eine ganz zentrale Figur heute auf dem Platz, der Kapitän des BVB. Ansonsten ist es eine Konstellation, wie sie viel enger da oben an der Spitze kaum sein könnte. Bayern 04 Leverkusen führt die Tabelle aufgrund der besseren Tordifferenz an, auf Platz 1 mit 22 Punkten. Dahinter Schalke 04 punktgleich, ebenfalls 22. Und schon dahinter mit 21 Zählern lauert der BVB. Es wird in diesem Spiel hier einen neuen Tabellenführer geben. Er trägt entweder Blau-Weiß oder Schwarz-Gelb. Schauen wir auf die Aufstellung von Blau-Weiß. Viererkette wie gewohnt. Mascarell als alleinige Sechster vor Serdar und McKenny auf der Doppel-8. Harit soll für die Verbindung in den Sturm in Richtung Benito Raman und Ahmed Kutucu sorgen. Also kein Uth, kein Burgstaller, dafür Kutucu. Beim BVB Birki im Tor, Hakimi, Hummels, Akanji und Piszczek. Dann die nächste Viererkette, Azar, Delaney und Witzel. Sancho kommt über rechts und dann Alcacer und Reus. Das Ganze zum ersten Mal in dieser Saison in einem 4-4-2-System. Nicht wie gewohnt in einem 4-2-3-1. Wir sind gespannt, was die beiden Protagonisten, was Jan Kort auf Seiten des FC Schalke 04 und was Jonas Pfuhr auf Seiten des BVB zu leisten imstande sind. Der Ball rollt im insgesamt dritten Revierderby in der FIFA-Bundesliga-Geschichte. Weston McKennie für Schalke. Natürlich Königsblau hier der dezente Favorit. Man hat noch nicht verloren in der Saison bislang. Der BVB schon mit 3-0 gegen Leverkusen. Das war ein herber Schlag, aber man ist dran. Kutucu, gute Chance, erste Chance. Birki zur Stelle. Was kann der BVB in dieser Saison leisten? Bislang ist es ein ganz, ganz großes Fragezeichen, das dann immer mal wieder zu einem kleinen Ausrufezeichen gewandelt wird, wenn man dann mal wieder Spiele gewinnt, wie das zuletzt ja auch bei beiden Mannschaften eigentlich in großer Regelmäßigkeit der Fall war. Auch der BVB hat genauso wie Schalke 04 7 Spiele gewonnen, bislang in dieser Bundesliga-Saison allerdings eben 1 verloren, währenddessen Schalke einmal unentschieden. Aber beim BVB fragt man sich vor jedem Spiel, was mag wohl passieren. Es ist eine große schwarz-gelbe Wundertüte in dieser Saison und hier gibt es die erste gelbe Karte schon früh im Spiel für Axel Witzel. Ganz, ganz zentrale Figur in der Defensivarbeit, da stellt er sich ungestüm an. Würde Jonas Pfuhr ärgern, wenn ein wichtiger Defensivbaustein nach 10 Minuten gelb verwarnt ist.
Was ich damit sagen will, es ist alles offen, es ist alles möglich in diesem Spiel. Und auch in der Saison im Allgemeinen. Felddienst Arena ist übrigens ausverkauft. Das ist hörbar. Jadon Sancho über rechts. Mit dem ersten Haken legt ihn in die Mitte. Da ist Reus. Kriegt ihn nicht gut genug behauptet und verarbeitet. Und somit wieder Schalke. Armin Harits. Auf Putucu. Der spielt auf Zeit. McKennie. Ist da vielleicht was möglich? Benito Raman, Witzel dazwischen im wichtigen Zweikampf. Bis jetzt, nach ungefähr 18 gespielten Minuten, ist es ein ausgeglichenes Spiel. Die beste Möglichkeit der Partie hatte der FC Schalke 04 direkt schon zu Beginn der Partie. Aber das schaffte auch keine nachhaltigen Probleme für Roman Bürki. Jetzt aber erstmal der BVB mit Reus. Das ist vielversprechend. Reus. Ah, den will er unbedingt hochbringen. Achtung, der ist gefährlich. Dann probiert Azar mit dem Kopf. Das ist kein Problem für Nübel. Der aber davor in der Situation sehr, sehr unsicher agierte, der Kapitän des FC Schalke 04. Den muss er eigentlich festhalten. Und beim BVB kann man auch die Frage stellen, haben sie aus der deftigen 3-0 Heimniederlage gegen Bayern 04 Leverkusen gelernt? Haben sie daraus Schlüsse gezogen? Jetzt eben gegen den zweiten großen Topfavoriten auf die Meisterschaft. Das ist eine gute Chance. Zweite im Spiel. Akanji. Rechtzeitig dazwischen. Gegen Leverkusen ging das zu Hause mit 3:0 krachen. 10:1 Torschüsse gegen den BVB. Da hat man gar kein Land gesehen. Die Aufgaben werden schwerer beim BVB. Und so kristallisiert sich heraus, ob das was mit ganz oben werden kann oder nicht. Bürki. Armin Harits. Armin Harits. Probiert es mit dem Zauberstab. Nicht in dem Fall. Und Hazard probiert das Spiel schnell zu machen. Und Ashraf Hakimi. Nico Schulz immer noch verletzt beim BVB. Ihr habt das mitbekommen über die einschlägigen sozialen Netzwerke. Jetzt mal der Fehler. Das war Salif Sané. Alcacer. Reus. Auf der Suche nach der Anspielstation. Das stellt Schalke gut zu. 30 Minuten durch. Man merkt den beiden Teams die existenzielle Wichtigkeit dieses Spiels an. Es ist dann tendenziell in der letzten Konsequenz vielleicht noch ein bisschen vorsichtig angegriffen und übervorsichtig verteidigt. Macht in Summe ein 0:0 nach einer halben Stunde. Schauen wir, ob sich der Knoten in der kommenden Zeit löst. Sancho. Marco Reus wieder auf Sancho. Auch der ist wieder ordentlich. Auch den hält Nübel nicht fest. Aber klärt ihn immerhin sicher zur Ecke. Und eigentlich haben wir doch gutes Offensivpersonal hier auf beiden Seiten. Also besonders auf Seiten des FC Schalke 04. 36 Tore bislang in der Saison nach 8 Spielen. Ein überragender Wert, damit der beste Angriff der Liga, selbst noch vor dem amtierenden Meister aus Leverkusen. Und der BVB hat Marco Reus. Hier ist er. Reus mit der Reingabe. Witzel verpasst. Nochmal Hummels. Hält den warm. Akanji. Witzel probiert's jetzt mal direkt. Auch der BVB langsam mit mehr guten Offensivgelegenheiten. Was macht Schalke? Mascarell. Umgeschult zum Außenstürmer. Bricht zunächst ab. Harits. Weston McKennie. McKennie bekommt sehr viel Platz. Delaney. Ganz, ganz entscheidend. Piszczek auf Jadon Sancho. Er ist unglaublich schnell, unglaublich agil, aber mit dem Pass kannst du nichts anfangen.
Aminarit. Aminarit in Richtung Rahman. Und auch Birki geht hier auf Nummer sicher, nimmt die Faust. Wobei Benito Rahman jetzt auch kein gewachsener Riese ist. Zwei Minuten Nachspielzeit. Schalke über den auffälligen McKennie. Benito Rahman lässt sich jetzt mal fallen, um ein bisschen mehr das Spiel anzukurbeln, weil er vorne bislang noch nicht ganz so in Ereignis getreten war. Aber das ist ehrlich gesagt für die wenigsten der Fall. Ein Spiel, in dem es noch nicht die ganz, ganz großen Möglichkeiten gibt auf beiden Seiten. Das liegt aber daran, dass das so ein wahnsinnig wichtiges Spiel ist. Nicht viel los. Ja, kann man eigentlich wenig hinzufügen. Also das passt schon, wenn wir uns die erste Halbzeit anschauen. Aber ich bin mir sicher, dass hier noch was geht. Wir sehen uns gleich wieder in den zweiten 45 Minuten. Zurück aus Schalke, zurück aus der Veltins Arena. Borussia Dortmund zu Gast beim FC Schalke 04. Wir sehen einen Wechsel bei den Königsblauen. Alessandro Schöpf kommt für Ahmed Kutucu. Und wenn wir das richtig sehen, ist er zweite Sturmspitze. Also Schalke mit Trainer Jan Kort ohne echten Stürmer. Wenn man die beste Offensive der Liga hat, dann kann man einem solchen Trainer eine derartige Entscheidung zugestehen. Durchgang 1, ich habe es am Ende angesprochen. Sehr vorsichtig von beiden Mannschaften. Mit am Ende des Tages wohl mehr oder minder ausgeglichenen Torchancen. Aber eben noch keinen hundertprozentigen. Der Ball ist gut. Birki gegen den Ein-Mann-Felsen Salif Sané. McKennie. Und wieder Delaney gewinnt viele wichtige Zweikämpfe heute. Hazard. Geht mal was über einen Konter. Das ist gut gespielt. Alcacer. Zwei Dortmunder gegen fünf Schalker. Jetzt probiert er das mit dem Lupfer. Und Nübel klärt. Der BVB in dieser Situation vielleicht zu nervös. Die mögen das total, wenn sie Freiräume bekommen zum Kontern. Wir erinnern uns nur an die letzte Saison. Da hat Dortmund gegen Leverkusen gewonnen mit selbigem Trainer. Eben auch, weil dreimal die Konterabsicherung überhaupt nicht stimmte bei Bayern 04. Und da hat man solche Dinger gemacht. Darauf ist der BVB angewiesen, dass der Gegner immer mal wieder in der Defensivbewegung vielleicht ein paar Räume zu viel öffnet. Aber das war bei Schalke 04 bislang nur einmal der Fall und das hat der BVB nicht ausgespielt. Jetzt erstmal die Königsblauen über Harit. Auf Benito Rahman an der Strafraumgrenze. Suat Serda sehr dicht bewachsen da hinten. Der Strafraum. Rahman, Hummels. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie das Ding nicht vertändeln. Und so bleibt es weiterhin beim 0:0. Das Spiel zehrt seine Spannung aus der Tabellensituation und aus den Namen, die in welcher Form auch immer hier eine Rolle spielen. Hazard. Thomas Delaney. Auf Witzel, wieder auf Reus, wieder auf Reus, ist fast durch. Aber es sind eben keine hundertprozentigen. Auf beiden Seiten. Aber das Spiel wird ein bisschen schneller. Suat Serda. Dortmund probiert die Passwege zuzustellen. Harit Delaney. Nächster Konterversuch, Fragezeichen. Sieht mittlerweile, aber das ist auch immer wieder den Anschein, dass Reus zwar natürlich im Sturm spielt, nominell neben Alcacer, aber sich tendenziell eher nochmal ein bisschen weiter nach hinten reinfallen lässt, um beim Spielaufbau zu helfen. Von daher ist es in Teilen eine Mischform zwischen 4-2-3-1 und 4-4-2 beim BVB. Alcacer. Viele Ballverluste. Das ist ein Ding für Hummels. Boah, das darf dem nicht passieren.
Dann spiel den zum Keeper zurück. Harits. Armin Harits. Boah, da hat der BVB nochmal Glück. Jetzt 20 Minuten vor dem Ende. Mats Hummels. Schalke jetzt nochmal mit frühem Pressing. Und es wird gewechselt. Rabi Matondo kommt für Omar Mascarell. Der Sechser mit Drang zu den Flügeln. Und Brandt und Götze kommen für Azar und Alcacer. Natürlich, Matondo bringt in erster Linie weniger Defensive, dafür mehr Tempo mit. Das ist ein ohne Zweifel offensiver Wechsel beim FC Schalke 04. Hat jetzt auch ein bisschen umgestellt. Das sieht jetzt nach einer Doppel-6 aus mit Serdar. Oder eine Doppel-8 ist das eher mit Serdar. Und jetzt ist mir der Name doch glatt entfallen. McKennie natürlich. Hier ist er. Rahman, Rahman! Riesenchance, Schalke 04. Also auch das vielleicht keine hundertprozentige, aber ja, die beste des Spiels. Klasse Parade von Roman Bürki. Und weiterhin ist es ein 0-0 und wir gehen in die Crunch-Time. Elke kurz ausgeführt, Alessandro Schöpf. Scheint so, als wäre Dortmund tendenziell eher mit einem Unentschieden zufrieden als die Gelsenkirchener. Klar, das wäre ein zweiter Rückschlag nach dem Unentschieden gegen Leipzig. Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bayern 04 Leverkusen, Jonjo Kenny gegen Sancho. Das englische Duell entscheidet der Schalker für sich. Schauen wir nochmal auf die 6. Parade von Roman Bürki. Super gemacht von Benito Rahman, bislang noch kaum ein Spiel zu sehen. Und es gibt neues Stürmerpersonal. Armin Harits hat vieles probiert, ist auch einiges gelungen. Es war sicherlich nicht sein bestes Spiel in der Saison. Klar, mit 11 Gegentoren stellt Borussia Dortmund eine richtig gute Defensive. Da ist das auch nicht so einfach wie gegen manche anderen Konkurrenten. Dortmund nochmal. Und da ist jetzt vielleicht mal Platz. Julian Brandt. Brandt legt ihn in die Mitte. Das ist die riesengroße Möglichkeit für Thomas Delaney. Man will ihm zurufen, legt den quer, Junge. Und dann ist das Ding drin. Und dann ist Dortmund hier wahrscheinlich der Sieger im Revierderby. Er probiert selbst und zieht den vorbei. Die Riesenmöglichkeit. 5 Minuten vor dem Ende. Also jetzt musste sowohl einmal Schalke 04 als auch einmal Borussia Dortmund gehörig den Puls nach oben fahren. Hier ist alles möglich auf beiden Seiten. Und noch 4 Minuten plus Nachspielzeit. Schalke nochmal über Rahman. Schöpf gegen Akanji. Schöpf setzt sich durch gegen Akanji. Ball in die Mitte, der ist gut und da ist das 1-0. 88. Minute, Suat Serdar bringt Schalke in Front. Hakimi kriegt keinen Fuß mehr zwischen 1 zu 0 für den FC Schalke 04. Und der BVB hatte gerade die Riesenchance da vorne auf 1-0 zu stellen. Und jetzt steht es genau andersrum. 3 Minuten Nachspielzeit. Schalke momentan Tabellenführer. 3 Punkte vor Leverkusen. Die ziehen natürlich im Laufe des Spieltags eventuell nach. Nochmal Schalke. Probieren das jetzt runterzuspielen. Rahman. Noch ein Haken. Noch ein Haken. Die wollen hier nichts mehr anbrennen lassen. Burgstaller. Gute Bewegung. Burgstaller. Hummels. Und das war's. Dortmund kriegt keine Chance mehr. Was für ein Finish in einem bis daher, ja, eher pulsarmen Revierderby. Der FC Schalke 04 schlägt Borussia Dortmund mit 1-0.
hat das glücklichere Ende für sich, weil Suárez da, da vorne zur Stelle ist. Das war's aus Gelsenkirchen, das war's aus der Veltins Arena. Schalke ist neuer Tabellenführer. Dortmund nimmt den Rückschlag hin. Und ich habe es ja gerade schon leicht angeteasert, der FC Schalke mit diesem Sieg zurück an der Tabellenspitze. Jan Kort hatte ja schon mal über einen Spieltag lang das Gefühl, ganz oben zu stehen. Mit dem Sieg heute verschafft er dem FC Schalke 04 diesen Vorsprung, der reicht, um über Nacht an den Platz, an der Sonne zu rücken. 25 Punkte jetzt auf dem Konto für die Schalker. Leverkusen stand jetzt noch mit 22 Punkten, können allerdings morgen zurückschlagen im direkten Duell. Dann Leverkusen zu Hause gegen den SV Werder Bremen unterwegs. Und Dortmund, ja, die müssen erstmal leicht abreißen lassen. 4 Punkte jetzt zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04. Trotzdem im Kampf um die Meisterschaft ist das letzte Wort in der Hinsicht sicherlich noch nicht gesprochen. Morgen geht's weiter. Weiterhin FIFA-Bundesliga-Action gewohnt in der Sportschau. Und wir gucken auf die Partien. Die Bayern zu Hause gegen Union Berlin dran. Der neue Trainer Benjamin Golz kommt ja so langsam, aber sicher richtig in Fahrt. Und auch Bayern 04 Leverkusen dann gegen Bremen gefordert. Und ansonsten ist vor allem Abstiegskampf angesagt. Der SC Paderborn gegen Fortuna Düsseldorf, das ist das Nonplusultra. Die 18 gegen die 17. Beide Teams haben schon den Trainer gewechselt. Mal gucken, welcher neuer Trainer da Punkte für sein Team einfahren kann. Und auch die Konferenz am 9. Spieltag kann ich euch ans Herz legen. Auch da ist es so ein bisschen der Kampf um Europa und der Kampf um den Abstieg, der das Ganze beherrscht. Wolfsburg gegen Augsburg ist zum Beispiel so eine Partie. Oder dann auch Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Reichlich Spannung. Spannung gibt es auch weiterhin auf unserem Instagram-Kanal. Jetzt gerade im Dezember gibt es jeden Tag einen neuen Post. Also wenn ihr rund um die Zeit mit FIFA-Bundesliga-Action versorgt sein wollt, dann guckt auch da unbedingt vorbei. Und dann bin ich gespannt, ob wir uns morgen wieder hören. Auf jeden Fall einschalten. 15 Uhr geht's in der Sportschau rund. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dato, macht's gut, bleibt sportlich und ciao.